Moin Leute, die Rückkehr von Claudio Pizarro ist doch eigentlich auch ein ganz, ganz guter Aufhänger, um so ein bisschen den Blick auf die Bremer Vergangenheit zu richten und eigentlich mal zu gucken, was denn so die ältesten Bremer Spieler in unserer Historie waren, die in der Bundesliga zum Einsatz gekommen sind. Und ich blicke jetzt einfach mal auf unsere Top 5. Und Hand aufs Herz, seid mal ganz ehrlich, ob ihr da wirklich alle von gekannt hättet. Also ich glaube schon, dass einige wie aus der Pistole geschossen gekommen wären. Aber ich glaube, es geht gleich auf Platz 5 mit einem Typen los. Den kennen wahrscheinlich nur die wenigsten von euch. Und deshalb komme ich jetzt hier auch gleich zur Sache und fange mit Dragan Ilić auf Platz 5 an. 38 Jahre, 5 Monate und 2 Tage war er am 18.01.1964 alt, als er sein viertes und letztes Bundesligaspiel für Werder Bremen absolviert hat. Der Junge ist vor allen Dingen in den 1950er Jahren absolut große Spielerpersönlichkeit in Bremen gewesen, der damalige Jugoslawe, muss man an der Stelle sagen, denn er hat über 300 Spiele für die Bremer absolviert und da den Großteil von in der damaligen Oberliga Nord. Und er hat dann mit 36 Jahren 1961 eigentlich seine Schuhe an den Nagel gehangen, sprichwörtlich. Und dann ist allerdings was komplett Verrücktes passiert, ein paar Jahre später. 1963, also wirklich in den Anfängen der Bundesliga-Zeit, da hatte Werder 6 Torhüter vor ihm stehen, die sich allesamt verletzt haben. Und kurzerhand wurde er dann einfach reaktiviert und kam dann halt einfach wirklich noch zu 4 Bundesligaspielen. Und das sind verrückte Geschichten, die der Bundesliga-Fußball schreibt, aber auch verrückte Geschichten, die zu so einem genialen Verein wie Werder Bremen passen. Und das ist dann gleich so der ganz verrückte Platz 5 in dieser Liste. Auf Platz 4 kommen wir dann aber auch gleich zu unserem Lieblingsperuaner Claudio Pizarro. 38 Jahre, 7 Monate und 2 Tage war er am 5.05.2017 alt, als er gegen die Kölner, ja ausgerechnet gegen die Kölner, wo er später hingewechselt ist, sein vorerst letztes Pflichtspiel für die Bremer gemacht hat. Den Altersrekord hatte er allerdings nachher persönlich noch ein bisschen nach oben geschraubt, als er dann das FC-Trikot überstreifen durfte. 39 Jahre, 7 Monate und 9 Tage war er nämlich bei seinem letzten Einsatz für die Kölner alt. Das katapultiert ihn auch in der Gesamtbundesliga-Liste auf Platz 11 der am ältesten eingesetzten Fußballspieler in der Bundesliga. Aber diese ganzen persönlichen Rekorde, die kann er diese Saison nochmal ordentlich nach oben schrauben. Und ich glaube, das wird er auch machen. Und wenn es dann nur eine Einwechslung am 34. Spieltag ist, alleine für die Rekorde, für die Fans und für Pizarro, fürs gute Gefühl. Ja, ich bin da aber ganz guter Dinge. Und wen haben wir dann auf Platz 3? Klaus Fichtel, den werden vor allen Dingen die Schalker sehr gut kennen, denn vor allen Dingen da war er eine lebende Legende. 39 Jahre, 6 Monate und 7 Tage war er alt bei seinem letzten Pflichtspieleinsatz für die Bremer. Das macht ihn zum drittältesten je eingesetzten Spieler für Werder in der Bundesliga. Der kam ja auch für uns auf 75 Bundesligaspiele und 42 Zweitligaspiele. Also auch für Werder hat er halt einfach nochmal großen Einfluss gehabt und einen großen sportlichen Wert, ist danach aber nochmal zu Schalke zurückgewechselt und hält bis heute den Rekord als ältester je eingesetzter Fußballprofi in der Bundesliga. 43 Jahre, 6 Monate und 3 Tage war er da alt, als er gespielt hat und dieser Rekord ist halt bis heute noch ungebrochen, den wir Claudio Pizarro auch dieses Jahr nicht brechen können. Ich glaube, das wird er dann auch wirklich nicht mehr brechen können und das ist halt schon ein Wahnsinnsrekord. Und ja, auch so einen hatten wir mal bei Werder Bremen. Auf Platz 2 dann so ein echter Typ, ein echter Malocher, Manni Burgsmüller. Was haben wir denn kennen und lieben gelernt? 40 Jahre, 4 Monate und 20 Tage, war am 12.05.1990 alt. Ist bis heute einer der erfolgreichsten Bundesliga-Stürmer aller Zeiten. Hat seinen einzigen großen Titel auch mit uns Bremer 1988 mit der Deutschen Meisterschaft geholt. Und ja, hatte auch eine gute Zeit und schafft es in dieser Liste immerhin auf Platz 2. Und jetzt Trommelwirbel, denn die Spannung steigt ins Unermessliche. Es folgt die Nummer 1. Ich kann mir vorstellen, dass da viele von euch drauf kommen werden. Ich werde es aber jetzt auch einfach erzählen. Es ist Mirko Votava. 40 Jahre, 7 Monate und 11 Tage war er am 6.12.96 alt. Ist dann in der gleichen Saison zum VfB Oldenburg gewechselt, in die zweite Liga mitten in der Saison, ist mit denen dann leider abgestiegen. Aber ganz egal, seine goldenen Zeiten hatte er mit Werder Bremen, 88, 93 Meister, 91, 94 DFB-Pokalsieger und 1992 der große und goldene Europapokal, der Pokalsiegertitel. Was will man mehr? Eine großartige Karriere und er hält noch einen ganz anderen Rekord. Am 24. August 1996 hat Werder 1:2 gegen den VfB Stuttgart verloren mit einem Tor von Mirko Votava. Und genau dieses Tor macht ihn bis heute
zum ältesten Bundesliga-Torschützen der Bundesliga-Geschichte. Und das sind unsere Bremer Senioren, unsere alten Säcke, die wir kennen und lieben gelernt haben. Hättet ihr alle in dieser Liste erwartet? Schreibt es in die Kommentare. Wie findet ihr diese Liste? Ich finde das eigentlich immer ganz geil, mal so einen Blick in die Werder-Vita zu werfen, weil da dort doch schon immer wieder ein paar spannende Namen und ein paar spannende Dinge passiert sind. Aber ja, das war auch schon wieder die Folge für heute. Ich verbleibe erstmal wieder mit sportlichen Grüßen. Bis zur nächsten Runde. Reingehauen und ciao.